select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. So, liebe Gäste hier im VIP-Raum und auch draußen im Clubhaus, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel SV Spielberg gegen die Stuttgarter Kickers. Endstand bekanntlich 0:1. Ich habe hier zweimal Tobias, zu meiner Rechten Tobias Litsch, Cheftrainer der Stuttgarter Kickers, und unser Trainer Tobias Winter vom SV Spielberg. Herr Flitsch, Sie werden mir wohl zustimmen, das war ein schwer erkämpfter Sieg heute hier beim SV Spielberg. Haben Sie sich das erwartet? Hallo zusammen. Ich glaube, wenn ein Spiel dann 1:0 für uns ausgeht, ist grundsätzlich knapp. Wir haben das auch erwartet, dass es sehr schwierig wird. Ich denke, wir haben in den ersten 10 Minuten etwas Glück gehabt. Da hat Spielberg sehr viel investiert, über die rechte Seite dann einen Pfostentreffer gehabt. Danach haben wir es etwas besser in den Griff bekommen, haben dann sicherlich einen Chancenplus gehabt und müssen dann halt in der ersten Halbzeit dann irgendwo das Tor machen. Dann hätte es sicherlich einfacher werden können. Da waren viele Möglichkeiten dann dafür da. Haben wir dann nicht geschafft. In der zweiten Halbzeit, in der Anfangsphase, war es dann wirklich etwas Krampf. Also wir hatten dann viele Fehlpässe drin und wollten aber auf jeden Fall nichts zulassen. Wir wollten versuchen, den Ball immer wieder über die Außen einzuspielen. Wir hatten dann 3-4 gute Möglichkeiten. Letztendlich war dann fast die einzig gut herausgespielte Torchance in der zweiten Halbzeit, die wo dann zum Treffer geführt hat. Das freut mich, weil ich denke, diese Spiele, die sind einfach richtig schwierig und die muss man erstmal gewinnen. Und von daher haben wir das sehr diszipliniert gemacht. Dankeschön. Würden Sie sagen, dass Ihre Mannschaft in der Oberliga jetzt angekommen ist? Von der Spielweise her? Wir sind vom ersten Spieltag waren wir in der Oberliga. Also wir haben jetzt, wir haben grundsätzlich jede Woche die Aufgabe, und das ist, glaube ich, in jeder Liga schwierig, wenn man Stuttgarter Kickers ist oder dann vorne steht, tiefstehende Gegner zu bearbeiten und zu bespielen. Wir waren in Ravensburg so ähnlich und sind dann eben durch einen Handelfmeter und in der 90. Minute durch einen Eckball in Rückstand geraten. Hier hätte es heute auch kurz vor Schluss, Kaplani war es dann, meine ich, den Pfostentreffer dann zu enden können. Die Spiele sind knapp, das zeigt ja nicht nur unsere Ergebnisse, zeigen alle anderen Ergebnisse auch. Und von daher, Oberliga, Regionalliga, wie auch immer, man muss die Situation annehmen. Wir spielen ja in der Oberliga und von daher denke ich, dass wir das momentan ganz ordentlich machen. Tobias, wieder mal hat sich die Mannschaft, wie zuletzt auch, für ihre aufopferungsvolle Spielweise, für ihren Kampfgeist nicht belohnt. Ja, hallo zusammen. Von meiner Seite zunächst mal Glückwunsch an die Kickers zum 1:0-Erfolg hier. Ich muss sagen, ich muss der Truppe ein riesiges Kompliment machen. Ich glaube schon, dass wir heute da draußen gezeigt haben, dass wir eine Einheit sind, dass wir das gemeinsam schaffen wollen. Die Jungs haben von der ersten Minute an alles investiert. Wenn man dann sieht, welche Möglichkeiten da draußen gegeneinander spielen oder welche Möglichkeiten die Kickers in der Oberliga spielen und wir, dann muss man am Schluss sagen, haben wir hier heute eine Riesenleistung gezeigt. Das kann man nicht verneinen. Das war nah am Anschlag für unsere Möglichkeiten. Am Schluss hat es dann halt nicht gereicht. Das ist vielleicht auch in der einen Situation dann einfach der Unterschied. Ganz klar, wir haben die Situation nicht sauber wegverteidigt. Letztendlich waren dann die 2 Pfostentreffer ein bisschen ein Spiegelbild der letzten Wochen. Ich muss sagen, wir haben seit 3-4 Wochen sehr, sehr gute Leistungen gezeigt, habe dann immer wieder Nackenschläge bekommen. Es ist schon auch so, dass man dann auch im Fußball natürlich als Mannschaft, als Spieler, als Trainer, dass man da auf die Fresse bekommt, das ist klar. Aber ich glaube, das, was wir heute da draußen gezeigt haben als Gemeinschaft, davor Hut ab. Glückwunsch für die Kickers und ich wünsche euch, dass ihr euer Saisonziel erreicht, weil meine persönliche Meinung ist, dass die Stuttgarter Kickers in der Oberliga nichts zu suchen haben. Dankeschön. Sie hören das bestimmt besonders gern, wenn der gegnerische Trainer sagt, Sie haben in der Oberliga nichts zu suchen. Ja, es bringt mir zwar nichts, aber ist in Ordnung, ja. Tobias, worauf führst du denn zurück? Wir haben jetzt gerade gesagt, immer in den letzten Minuten gegen Gmünd war es in der letzten Minute, in Neugersulm in der 88, heute in der 83 Minute. Woran glaubst du, liegt es, dass die Mannschaft so kämpft und auch alles tut und zum Schluss dann doch mit leeren Händen meistens dasteht?
Also ich glaube, dass ich jetzt eben nicht auf den Zeitpunkt hingewiesen habe, wann die Gegentore fallen. Meistens fallen sie in den 90 Minuten, die gespielt werden. Wir hatten am Anfang der Saison Schwierigkeiten in der Anfangsphase, das haben wir abgestellt. Wir haben uns insgesamt in den letzten 3-4 Wochen extrem stabilisiert, haben jetzt späte Nagelschläge bekommen. Aber der Zeitpunkt, wo sowas passiert, das ist ja letztlich uninteressant. Die Situation entscheidet über den Erfolg des Gegners dann in der jeweiligen Situation. Das war halt in dieser Spielminute einfach dann auch gut gemacht vom Gegner. Wir haben es nicht verteidigt bekommen, ob die Situation in der 7. Minute auftritt oder in der 83. Ich glaube, das ist unrelevant. Tobias Flitsch, was glauben Sie, sind die härtesten Gegner, wenn es um den Aufstieg geht heute? Also generell von den Mannschaften, wer da oben mitspielt. Momentan sind es sehr viele Mannschaften. Also sieht man auch den Ergebnissen wieder. Interessiert uns eigentlich gar nicht so. Wir müssen nach uns schauen. Für uns sind alle Gegner vor allem sehr hart. Und das hat man heute wieder gesehen. Also ich drücke den blauen Kickers alles Gute. Schließlich habe ich eine besondere Beziehung zu diesem Verein. Ich habe auch schon mal das Trikot der Blauen getragen. Das ist allerdings sehr lange her, vor 50 Jahren in Degerloch. Und deswegen wünsche ich den Kickers natürlich alles Gute, alles Beste, dass sie dort wieder hingehen, wo sie hingehören, eigentlich mindestens in die zweite Liga. Ich habe natürlich auch eine ganz besondere Beziehung zu dem Verein hier, zum SV Spielberg logischerweise, dessen Trikot ich natürlich noch nicht getragen habe. Aber ich denke, Tobias, das soll Selbstvertrauen der Mannschaft geben. Es ist richtig, dass die letzten Spiele wirklich gut waren und es sind noch 19 Spiele zu absolvieren und da kann auch sehr viel passieren, sehr viel Positives. Man kann auch, irgendwann muss das Spielglück zurückkehren zu uns. Definitiv, das ist so. Vielen Dank, das war die Pressekonferenz nach dem Spiel und alles Gute, tschüss und auf Wiedersehen. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.